Runterschalten mit Zwischengas. Braucht man das? Wenn ja, wieso, weshalb, warum? Das alles erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen hier auf meiner Casting Couch zu einem neuen Video vom Hobby Racer Kanal. Heute geht es darum, runterschalten mit Zwischengas. Braucht man das? Wenn ja, wieso? Weshalb? Warum? Und vor allem, wie geht's? Gehen wir direkt rein. Was bedeutet Zwischengas beim Runterschalten? Und warum macht man das überhaupt? Oder warum sollte man das machen? Kurz erklärt bedeutet Zwischengas geben beim Runterschalten, dass man in der Anbremsphase beim Kuppeln einen kurzen Gasstoß gibt und dann den nächst niedrigeren Gang einlegt. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch später nochmal ganz genau und zeige es euch dann nochmal direkt auf dem Motorrad und zeige euch ein paar Praxisbeispiele von mir direkt von der Rennstrecke. Wozu ist das Ganze jetzt gut und warum sollte man das machen? Durch den kurzen Gasstoß, den man gibt, wird die Drehzahl geringfügig angeglichen an den nächst niedrigeren Gang. Dadurch geht der Gang leichter rein, es schont die Kupplung, es schont das Getriebe und vor allem blockiert das Hinterrad nicht. Wenn man jetzt ein älteres Motorrad hat ohne Anti-Hopping-Kupplung, kennt man es vielleicht, man zieht die Kupplung, tritt den Gang runter, lässt die Kupplung kommen und dadurch, dass die Drehzahlunterschiede vom Gang davor zum Gang jetzt so unterschiedlich sind, fängt das Hinterrad an zu blockieren und leicht zu sliden. Das Problem kann man durch Zwischengas geben beim Runterschalten verhindern. Aber auch bei einem neueren Bike, das schon Anti-Hopping-Kupplung hat, schont das die Anti-Hopping-Kupplung. Und durch das Zwischengas geben beim Runterschalten kommt es auch hier zu keinem blockierenden Hinterrad. Das ist im Prinzip das Gleiche, was auch bei aktuelleren Sportbikes der Blipper macht. Der Blipper ist ein elektronisches Bauteil, was in dem Moment, wenn man den Impuls zum Runterschalten gibt, durch die Elektronik einen Zwischengasstoß gibt, um dann den Gang einzulegen. Man könnte sogar durch Zwischengas geben den nächst niedrigeren Gang einlegen, ganz ohne Kupplung, so wie es beim Blipper auch funktioniert. Allerdings erfordert das ein bisschen Übung, um genau das Timing zu treffen. Wenn man das Timing nicht trifft, dann ist es natürlich schlecht fürs Getriebe. Dann kracht es einmal kräftig, der Gang geht entweder nur schwer oder gar nicht rein. Das wollen wir natürlich vermeiden. Vorteilhaft, dass das Ganze dann so vonstatten geht, ist zum einen, dass wir dadurch mehr Ruhe im Fahrwerk haben. Dadurch, dass kein Hinterrad blockiert, slidet das Bike nicht hin und her und wir haben mehr Ruhe und können uns voll und ganz auf unsere Linie, auf die Anbremsphase und alles Weitere konzentrieren. Außerdem, wenn wir das Ganze für mehrere Gänge schnell genug machen, nutzen wir dabei um ein Vielfaches die Motorbremse, um später und besser verzögern zu können. Die Motorbremse funktioniert in dem Fall ungefähr wie eine Hinterradbremse, wodurch wir dann mit dem Bike besser in die Kurve reinbremsen können. Wenn ich euch sage, das Ganze ist gut, um das Getriebe zu schonen, dann habe ich hier natürlich auch direkt mal ein Anschauungsmaterial mitgebracht, wie es nicht funktioniert. Und zwar haben wir hier das Getriebe von Paul seiner BMW S1000RR. Also schon ein relativ neues Bike, was aber noch keinen Blipper serienmäßig drin hat. Der Paul hat nie ohne Zwischengas runtergeschaltet, hat im Gegenteil dazu sogar gleich mehrere Gänge bei gezogener Kupplung runtergeschaltet und sie dann schlagartig kommen gelassen. Dass das nicht gut für Kupplung und Getriebe ist, sehen wir hier. Und zwar haben wir hier das Gangrad vom dritten Gang und sehen eindeutig, hier fehlen zwei Zähne. Die sind dadurch abgebrochen, dass es einfach zu viele Schläge aufs Getriebe gab und die das entsprechend nicht mehr mitgemacht haben. Die Zähne konnte er dann aus seiner Ölwanne fischen. Er hat mittlerweile neues Getriebe drin,
hat sich das Ganze auch zu Herzen genommen und will jetzt versuchen, das zu lernen. Ich zeige euch mal ein paar Fahraufnahmen vom Paul in Hockenheim, wie er beim Anbremsen auf die Parabolika die Gänge vorher immer runtergeschaltet hat. Jetzt haben wir gehört, was es ist, was es macht und wofür es gut ist, aber wir wissen noch nicht, wie funktioniert es. Heißt, wenn ihr jetzt Fahranfänger seid, wenn ihr die ganze Zeit auf die Anti-Hopping-Kupplung verlassen habt oder wenn ihr einfach ganz stumpf, wie der Paul leider auch, Kupplung gezogen, Gang runtergetreten, Kupplung kommen gelassen habt, dann wollen wir jetzt natürlich mal wissen, wie funktioniert es denn richtig, wie schaltet man runter mit Zwischengas geben. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Wir fahren auf die Kurve zu, die wir anbremsen wollen. Für die Kurve müssen wir dann entsprechend auch ein oder mehrere Gänge runterschalten. Heißt, wir gehen aus der Kanzel raus, greifen in die Bremse rein und beginnen mit der Anbremsphase. Zwei Finger oder ein Finger reichen komplett, um die Bremse zu betätigen. Das heißt, wir haben noch mindestens zwei Finger oder drei Finger, um uns am Gasgriff festzuhalten und entsprechend Gas bewegen zu können. Es gilt darum, sobald man in die Bremse greift, auch sofort Gänge runterzuschalten, um schnellstmöglich die Motorbremse nutzen zu können. Heißt, aus der Kanzel raus, in die Bremse rein, Kupplung ziehen und in dem Moment, wo die Kupplung gezogen wird, geben wir einen leichten Gasstoß mit der Gashand. Wir halten die Bremse gezogen und kippen einfach nur kurz die Hand, um entsprechend einen kurzen Gasstoß zu erzeugen. In dem Moment, wo wir den Gasstoß erzeugt haben, können wir den Gang runtertreten und die Kupplung wieder schnell kommen lassen. Dadurch ist der Gang eingelegt, die Drehzahl angeglichen und der Gang fluppt sofort rein, ohne dass das Hinterrad blockiert oder ohne dass es irgendwie zu Unruhen kommt. Das Ganze können wir dann in der Anbremsphase mehrmals nacheinander machen, um entsprechend mehrere Gänge gleichzeitig runterzutreten. Heißt, wir fahren an, gehen aus der Kanzel raus, greifen in die Bremse rein, ziehen die Kupplung, legen schon mal den Fuß auf den Schalthebel, um leichten Druck drauf zu haben, geben einen kurzen Gasstoß, auch Blip genannt, daher das Wort Blipper, und treten den Gang runter, lassen die Kupplung wieder kommen und ziehen die Kupplung für den nächsten Gang. Kurzer Gasstoß, Gang runtertreten, Kupplung kommen lassen. Das Ganze läuft automatisiert relativ schnell ab und dadurch können wir entsprechend schnell die Gänge runterschalten, können die Motorbremse optimal ausnutzen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf der Straße üben, für alle, die nicht regelmäßig auf der Rennstrecke unterwegs sind, denn es ist natürlich auch auf der Straße sehr hilfreich. Vor jeder Kurve, wo ihr runterschalten müsst oder allgemein, auch wenn ihr vor einer Ampel oder Ähnlichem runterschalten müsst, dann könnt ihr das genauso machen. Übt es einfach zu jeder Gelegenheit. Immer, wenn ihr runterschalten müsst, einfach Kupplung ziehen, kurzen Gasstoß, Gang runtertreten, Kupplung kommen lassen. Ihr werdet schnell sehen, sobald ihr den Dreh raus habt, funktioniert es fast von alleine. Und ganz intuitiv. Dadurch macht ihr es dann automatisch auch bei jedem anderen Bike und habt es für immer in euch drin. Für die Rennstrecke werdet ihr das dann entsprechend schneller adaptieren können. Es ist dann tatsächlich wieder eine kleine Umgewöhnung, wenn ihr dann ein neueres Bike mit Blipper-Funktion fährt, weil man dann einfach die Kupplung nicht mehr ziehen muss, den Gasstoß nicht mehr geben muss, weil das alles durch die Elektronik selber gemacht wird. Aber da gewöhnt man sich natürlich entsprechend auch schnell dran. Das Ganze funktioniert natürlich analog wie auch beim Hochschalten. Beim Hochschalten nochmal kurz angerissen das Thema.
kann man, wenn man noch keinen Quickshifter hat, natürlich auch ohne Kupplung hochschalten. Das Ganze funktioniert in umgekehrter Weise. Ihr fahrt Vollgas, habt den Fuß unterm Schalthebel schon leicht auf Druck. Ihr merkt einen Widerstand, weil natürlich Last auf dem Getriebe ist, dass da nichts weiter zu drücken geht. Nehmt dann kurz das Gas weg und dadurch merkt ihr schon, wie der Fuß den Gang reinfallen lassen kann. Und dann könnt ihr wieder ans Gas gehen. Genauso geht Schalten unter Last ohne Kupplung. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Dabei macht man kein Getriebe kaputt, keine Kupplung kaputt oder ähnliches. Für die Leute, die noch keinen Quickshifter haben, funktioniert das auf diese Weise beim Hochschalten entsprechend genauso. In dem Video geht es aber erstmal vorrangig um Runterschalten, um solche Sachen wie den Zahnausfall hier zu vermeiden. Und das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal draußen direkt auf dem Bike. Zuerst sind wir draußen ein bisschen mit meiner Grom unterwegs. Da zeige ich euch das in ein bisschen langsamerer Weise. Und später seht ihr ein paar Fahraufnahmen direkt von der Rennstrecke, wo ich das entsprechend auf dem Bike gemacht habe, ohne Blipper. Und danach nochmal direkt mit einem Bike mit Blipper im Vergleich. Ihr werdet sehen, es ist kaum ein Unterschied wahrzunehmen, ob man das Ganze manuell macht. Hört genau auf die Motorgeräusche, achtet genau auf die Drehzahlmesser, dann könnt ihr genau sehen, wie der kurze Gasstoß immer wieder die Drehzahl hochbringt, sowohl manuell als auch bei Blipper und wie danach der Gang reingeht, ohne dass irgendwelche Unruhen entstehen. Schaut es euch an und übt das Ganze, um euer Getriebe zu schonen, eure Kupplung zu schonen und eure fahrerischen Skills natürlich immer zu verbessern. So Freunde, und damit herzlich willkommen draußen mit meiner geilen Grom. Guckt euch das Ding an. So ein geiles Produkt. Mit der zeige ich euch jetzt, wie man runterschaltet mit Zwischengas, wie man hochschaltet ohne Kupplung und allgemein, was es für ein geiles Teil ist. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lang rum, schwingen uns direkt drauf und los geht's. Unterwegs, erster Gang. So, da kann man direkt Fuß, die Schaltung. So viel zum Hochschalten ist ein großes Thema. Fuß auf den Gang, Kupplung, Gas, Team, Gasstoß. Wenn wir fahren und runterschalten wollen, sind wir am Gas. Wir müssen natürlich das Ganze erstmal lastlos machen, das heißt das Gas zu, Kupplung ziehen, kurz Gasstoß, um die Drehzahl anzugleichen und den Gang in dem Fall runtertreten. Das Ganze läuft dann relativ fix ab, das heißt ihr seid am Gas, Gas zu, Kupplung zwischen Gas, Gang runter, Kupplung kommen lassen und wieder ans Gas. Ich mach's nochmal während der Fahrt. So viel dazu. Jetzt zeige ich euch noch auf der Rennstrecke, wo ich die Daytona gefahren bin. Die hat auch keinen Blipper. Da musste ich dann entsprechend auch mit Zwischengas runterschalten. Und dann seht ihr noch im direkten Vergleich die RSV4 mit Blipper, wie das Ganze da elektronisch dann passiert. Achtet genau auf die Drehzahlen und fährt auch genau hin. Dann seht ihr direkt, beziehungsweise hört ihr direkt, wie das Ganze vonstatten geht. Hier noch ein bisschen Faxen mit der Grom. Dein Auto ist immer drin, habe ich gehört. Dafür ist die Grom doch super. Die mag das, die braucht das.
sein für dieses Video. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten liken, teilen, abonnieren. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok mittlerweile auch. Relativ erfolgreich unterwegs. Auf Facebook, überall abonnieren und folgen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute mit der Chrom. Ciao. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen und das hilft euch weiter. Wenn ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Wenn nein, schreibt es mir auch in die Kommentare rein, wenn ich irgendwas verbessern soll oder ihr noch Themen habt, die euch brennend interessieren, die ich vielleicht mal genauer erläutern soll, wie dieses Thema jetzt. Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine DM auf Instagram und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like dazulassen und uns auf Instagram zu folgen. Und helft uns damit, die 1000 Abonnenten sowohl auf YouTube als auch auf Instagram vollzumachen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video.